Operngala an zwei Abenden jedes Mal ausverkauft. Im Schlosspark Schärding als Open Air zu hören. Ein sogenanntes Opern Best of. Auf der Bühne internationale Operngrößen und heimische Opern- und Operettensänger. Das Opernfest nach einer Idee von Philipp Meyer und seiner Partnerin Reka Sabo ist eine echte Premiere. Die Idee ist, dass man die besten regionalen Musiker zusammenhält und mit internationalen Musikern verbindet und dann steht man was auf die Füße in ein paar Tagen und das haben wir jetzt geschafft. Die Maya Yahav Gur, israelisch-portugiesische Mezzosopranistin, die in allen Häusern der Welt singt, haben wir auf der Bühne und Nora Meyer, ein regionaler Star. Dann haben wir eine tolle Top-Tänzer, Tänzerinnen auf der Bühne, Akrobaten haben auf der Bühne, dann Alexei Sayapin, ein unglaublich toller russischer Tenor. Dann die Reka und ich, meine Partnerin und ich, sind auch auf der Bühne zu erleben. Beide sind ja in meinen Augen Multitalente. Sie können nicht nur wunderbar singen, sondern sie können auch organisieren, so quasi Intendanz machen und sie sind sich für nichts zu schade. Das muss man wirklich sagen. Sie machen fast alles und da muss ich sagen, Hut ab. Und wenn man solche Leute in der Region hat, dann ist es gut, wenn man diese in der Region behält und beschäftigt. Unter der Leitung von Dirigentin Ustina Dubitzki bringt das Orchester die weltberühmten Werke im Schlosspark zum Erklingen. Dabei treffen unterschiedliche Kunstsparten aufeinander. Tanz, Akrobatik, Schauspiel und Gesang und ein immer wiederkehrender Amor. Also ich finde, es ist für jeden was dabei. Es ist jetzt keine Oper, die es irgendwie schwierig zu machen ist, sondern es ist wirklich auch fürs ländliche Publikum. Unbedingt muss ein Tenor dabei sein, sage ich immer. Aber wir haben, ja, ich glaube, wir haben ganz eine gute Mischung. Wer Oper erleben will, der begibt sich oft auf eine weite Reise. Das Opernfest Schärding als neues Kulturformat punktet als regionale Bereicherung für Kulturinteressierte. Es war einfach phänomenal, was ich da gehört habe und gesehen habe heute. Ich kenne immer nur von meinen Freunden oder Freundinnen, die fahren nach Mürbisch, Bregenz, Berlin, Hamburg, überall hier, aber ich glaube, das, was Besseres, wie es da heute gegeben hat, da auch nicht bieten können. Es ist wirklich wunderbar. Das Ambiente, aber vor allem die Sänger, die Sängerinnen, das Orchester, das ist wirklich ganz fantastisch. Das jährlich vielleicht kommt, oder zumindest alle zwei Jahre, war schon ein Erlebnis. Das Gesamtpaket hier am Schlosspark, das passt einfach super. Unbedingt. Also ich bin ja auch eine gebürtige Schärdingerin und finde das toll. Umso mehr Kulturen, umso mehr Oper, ich finde das ganz traumhaft. Diese erste Operngala soll erst der Anfang sein und Schärding in den nächsten Jahren als Festspielstadt etablieren. Kunst und Kultur sollen in der Barockstadt vermehrt erlebbar werden. Dazu soll auch eine Akademie entstehen. Wir haben jetzt schon die Akademie gestartet, eigentlich dieses Jahr schon. Da sitzen 8 Musikerinnen im Orchester, die eigentlich Musikschülerinnen sind. Und deswegen, wir versuchen da das Orchester immer mehr aufzubauen. Es wird ja vielleicht ab nächstem Jahr ein eigener Opernchor entstehen aus den Schulen heraus im Bezirk. Und das ist jetzt mal so der ganz grobe Fahrplan und vielleicht auch eine Oper, aber das ist noch ganz weit weg. Das wissen wir nicht genau. Wer es 2023 nicht geschafft hat, die Operngala in Schärding zu besuchen, der soll wahrscheinlich 2024 kommen. Da gibt es vielleicht sogar mehrere Vorstellungen.